Björn, was treibst du hier? Die Aufnahme für den Thiel-Optik-Einbauer. Wo kommt sie rein? Links neben Geschütz, durchschaut sozusagen. Fällt nur die Optik. Ja. Das ist die Optik. Ja, Uwe, was hast du denn vor? Ja, also wir bauen heute auf jeden Fall die MG-Halterung ein in den Turm. Mit Hülsen abfangen und Munition zuführen. Die geht praktisch so oben drüber. Ist schon mal eine interessante Sache. Das zweite ist, wir werden den Halter einbauen für die Zieloptik und auch die Zieloptik einbauen. Das sind so zwei Punkte. Und der dritte Punkt ist, dass wir heute das vordere Teil der Kanone einbauen werden, inklusive Mündungsbremse. Der Wille versetzt Berge. Maschinengewehrhalterung. Ich will. Ist nun mal so ein bisschen Bastelarbeit, das ist halt so. Notfalls kann man es mit Kaugummi festkleben. Da frage ich mich immer wieder, wie die Instandsetzungseinheiten während des Krieges das gemacht haben. Wenn sie wirklich weit weg von ihren Basen und von ihren Lagern waren, wie sie dann mit ihren Ersatzteilen klargekommen sind. Man kennt ja viele Beispiele, dass die russischen Techniker abgeschossene Panzer eben auch schlachten. Das war eben die einzige Methode, ne? Über Kannibalismus an Ersatzteile ranzukommen. Und auch eben das Besondere, gerade im Jahr 41, dass eben abgeschossene Panzer nicht geborgen werden konnten, weil sie überrannt waren, die Fronten, und weil natürlich keine Abschleppmöglichkeiten da waren. Später dann beim Vormarsch sah das ja für die Rote Armee schon wieder ganz anders aus. Da hatte das Problem die deutsche Wehrmacht. Das ist jetzt nochmal eine sehr interessante Geschichte. Eine wilde Konstruktion, weil die Munitionsführung von links ist, musste der Gurt praktisch einmal über die Waffe dann rübergezogen werden. Da kommt das MG rein, dann wird arretiert und hier ist dann praktisch der Gurt, der dann praktisch von links eingeführt wird und rechts kommt dann an den, hier kommt dann noch der Halter ran für die Hülsensack. Bernd, was treibst du denn so? Ja, das sind die kläglichen Überreste von der Schleifringeinheit, die wie gesagt für die Stromversorgung des Turmes zuständig ist. Das ist das Gehäuse, das ist der Deckel. Dieser Deckel, der dreht sich. Von unten kommen die Kabel aus der Wanne. Kommen hier auf diese Arme 5 bzw. 4 von diesen Mitnehmern, von diesen Stromabnehmern. Die sind fest. Diese Einheit hier mit Ring dreht sich eben drumherum. An diesem Ding ist alles schwer. Ja, passt so. Warum? Wenn du schießen musst, darf kein Fett drauf sein, oder was? Ja, da muss ein Spezialfett drin. Jetzt brennt das da weg. Wir schießen ja nicht. Gott sei Dank. Zum Glück. Noch tiefer, tiefer. Greift da schön tief rein. Warte, alles Schweine. Ich hab Blitz nicht angehört. Dass die Katze mal zufrieden ist. Eine gut gelaunte Katze ist schon was anderes, oder? Wo hast du die Dinger jetzt her? Das sind Originale, die hat der Chef besorgt. Nein, ich glaube, die waren sogar von diesen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber auf jeden Fall sind das Originale für den Königstiger.
sind unheimlich schwierig, die Originalteile zu bekommen. Müssten wir uns ja mal ein paar Teile zusammen kaufen, dass wir mal ein T64 zusammen gebastelt kriegen. T64? Oder ein T80, weißt du? Ja, T64 war auch so ein Zweitakter, der hat einen anderen Motor. Das ist ein geiler Motor, das ist unheimlich interessant. Beim T80, die Gasturbine, die kostet 1,5 Millionen Euro. Okay, wir kaufen keinen. T64 hat einen Zweitakter, das weißt du, oder? Ja, Gegenkolbenmotor. Unheimlich interessante Sache. Also da hat sich der Morozov echt was einfallen lassen. Das ist ja der kleinste Motorraum in dieser Größenordnung, dieser Panzerklasse. Und dann hat man schon wieder den vollen Durchblick. Wenn man sich die Größenverhältnisse anguckt, T72 und Königstiger, alleine bei der Luke, wie viel Platz hier ist, das ist extrem. Selbst für mich da als kleinen Burschen hier. Du bist schon mal im Leopard 1 gesessen. Ja. Der ist ja genauso groß fast. Ja. Aber ja. Überhaupt kein Platz drin. Nee. Ja. Aber T72 ist für mich immer so das Maß der Dinge, weil die Platzverhältnisse immer wieder kritisiert werden. Der ist nun mal sehr, sehr eng, sehr kompakt alles gestaltet. Oh, 64er möchte ich auch mal und 80er möchte ich auch mal reinsteigen. Vom Armata ganz zu schweigen, ne? Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das überhaupt entwickelt mit Armata. Das ist unser Lochspezialist. Genau. Waffenöl. Mit großen Rohren, ne? Nee, das ist zu tief. Das ist auch reif. Unser Bier. Der muss noch richtig gefordert werden, wird auch gefördert. Nicht immer nur die kleinen. Na, danke. Genau, gut. Halt. Mach auch ein paar Bräuschen. Ja, lass uns erstmal was trinken. Genau. Du bleibst so lange hier stehen, ne? Vielleicht machst du da besser WD-40 drauf. Das fällt das. Ja, natürlich, dann haben wir was da. Ja, klar. Brauchst nicht schütteln. Sollen wir zu zweit probieren? Nee, lass mal alleine. Also, was tut für sein Geld? Was für Geld? Ich hab auch kein Geld. Aber noch hoch vielleicht.
So, warte mal, ich fahre erstmal ein bisschen. Bis ich nicht da. Ja, so ist gut. Ja, halt. Das müsstest du füllen. Ja, zu schön. Der Hebel fällt. Der Trigger mal. Komm. Hören jetzt. Ja, also wirklich. Immer dieser Hilfsmittel zu. Dieser Leistungsdruck, ne? Ja, jetzt bringt er seine Maske. Die Maske nicht nur noch Luft. Sauerstoffmangel. Nach oben muss er drehen. Gegen Uhrzeiger. Oder was ist, wenn wir alle mal klein sein? Ja, hätte von mir mal das gesagt. Oder hau mal, dann haben wir Hammer hier mal drüber. Ein Schlag haben wir probiert. Ja, dann Hammer. Eigentlich dürfte ich das gar nicht machen in meinem Zustand. Beide einhaken.
Wir werden den Stempel beleuchten. Rot umfahren. Geht jetzt von selber auf. Das ist frei. Ne? Stopp. So. Markierung. Hm? Jetzt kommt der Mutter gegen. Gut, dann fest noch mehr. Oh, Waffenprüfung und Stempel. Das heißt nicht Masseur, das heißt wie? Schmiere. Ja, Smaska. Smaska. Ich glaube, ich habe mehr russische Wörter vergessen als gelernt. Danke für eure Aufmerksamkeit, Freunde. Wenn ihr noch mehr möchtet, könnt ihr mich mit einem Daumen hoch unterstützen. Das kostet nichts. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mich finanziell zu unterstützen durch eine Kanalmitgliedschaft, eine Spende oder einen Kauf von Sachen im Wassershop. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Vielen Dank und tschüss.